Weiter geht's bei Yoshi's Crafted World. Mit einer Giraffe, die wir finden müssen. Auf der Dschungeltour. Um ehrlich zu sein, müssen wir das auf der Rückseite machen. Die Vorderseite, ach, wer braucht die doch schon wieder? Zumindest hoffe ich, dass wir die jetzt nicht mehr brauchen. Und ich werde das Level auch dann nicht mehr sehen. Das ist einfach zu langatmig. Also jetzt schnell die Giraffe finden und dann wieder hier raus. Okay, wir brauchen eigentlich nur eine Munition, mehr brauchen wir nicht. Kann er jetzt nur langatmig werden? Ich glaube, am besten spule ich das mal ganz schnell vor. So, okay. Damit müsste jetzt gleich die Giraffe kommen. Ja, da ist sie. Und haben wir sie. Gut. Dann können wir das Level beenden. 2 Minuten haben wir jetzt gebraucht, um zur Giraffe zu kommen. Das ist relativ lange. Deswegen habe ich sie auch gerade mal ein kleines bisschen vorgespult. Okay. Dann. Die nächste Sammelaufgabe. Und dazu müssen wir was sammeln. Fabulöses Tier Nummer 2. Was? Rückseite der Wildnistour. Was? Nochmal so ein verdammtes Tier? Diesmal habe ich aber keine Ahnung, was die da von mir wollen. Was könnte das für ein Tier sein? Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Okay, also das war doch noch nicht das letzte in der Dschungeltour. Vielleicht habe ich ja trotzdem, was? Für ein Tier ist das? Ja, ich habe jetzt nur eins gesehen, die ganzen Krokus, aber die Krokus können doch damit unmöglich gemeint sein. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, doch, vielleicht der Affe. Der Affe. Könnte es sein. Okay, ich spule mal kurz vor zum Affen. Also, da müssten wir jetzt beim Affen sein. Ich hoffe, das ist auch das Richtige jetzt, was sie wollen. Ja, das ist der Affe. Holy crap, ey. Okay. Letzte sammelbare Gegenstand. Ich hoffe, da habe ich endlich Ruhe bei dieser scheiß Dschungeltour. Hoffentlich jetzt nicht fabulöses Tier 3, ne? Dann raste ich aus. Beziehungsweise dann habe ich keinen Bock mehr darauf, ey, ehrlich gesagt. Nein, 3x Zebra, okay. Warte, was? Alle 3 in verschiedenen Leveln? Ja, in 3 Leveln. Okay, das hat man auch noch nicht, oder? Also ein Zebra im einen Level jeweils. Das hat man echt noch nicht. Lol. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Okay, dann lass uns mal loslegen. Ich weiß, ich habe Zebra gesehen. Das weiß ich. Aber in welchem Level das war, weiß ich nicht mehr. Wo ich das gesehen hatte. Holy shit. Ich hätte um ehrlich zu sein nicht gedacht, dass das überhaupt noch kommt. Da ist das Zebra schon. Ich hab's. Wurde aber trotzdem noch vom Nashorst getroffen. Nice. Level wenden. Dann gehen wir ins zweite Level halt über. Okay. Hoffentlich ist es immer auf der Vorderseite, aber es müsste eigentlich immer auf der Vorderseite. Auf der Rückseite von der Dschungeltour habe ich jetzt auf jeden Fall nichts gesehen. Ja, aber so wie es aussieht, ist es immer auf der Vorderseite. Vorderseite in Hoppel die Hüpf. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch das Zebra relativ schnell finden.
Auf der Dschungeltür wird es halt schwer, das zu finden, weil wir uns ja selber, weil wir uns ja bewegen und dadurch ist es halt schwer, das zu erreichen, beziehungsweise zu treffen. Zu erreichen nicht, aber zu treffen halt. So. Das muss ich ja ganz schnell ab. Ich möchte nur ein Zebra haben. Das klingt so fies jetzt. Ich will nur so ein Zebra haben, ne? Klingt so fies, als ob ich das jetzt irgendwie danach was anhaben will. Aber nee, nee. Tatsächlich nicht. Oh, Schlange, hau ab. Hau ich dich jetzt nicht. Töten wir das nicht? Nee, nee. Okay, dann müssen wir kurz ein. Okay, hier ist allerdings auch kein Zebra. Autsch. Die Schlange hat mich schon. Ja, doch. Die Schlange hat mich schon wieder getroffen. Egal, dann. Nutzen wir die Hilfe von der Schlange, um da hochzukommen, von mir aus. Danke für deine Hilfe, Schlange. Ich werde nur mal hier kurz gucken. Okay, halt euch was Interessantes ist, aber tatsächlich eigentlich nicht, nein. Aber... Das ist aber kein Zebra. Also hier finden wir es, denke ich mal, nicht so schnell wie bei den anderen zwei Leveln. Zum Beispiel bei dem ersten Level. Da kommt eine schöne, da kommt eine Schlange wieder. Ach, da hinten. Ich sehe sie. Komm her. So. Zebra 2 geschafft. Das war also relativ am Ende. Boss. Zebra 3. In der Dschungeltour. Ich bin jetzt schon wieder im Leben, wie ich das vorspulen soll. Wie viel bis ich beim Zebra bin, aber ich glaube. Ja, ja, okay, ich mach's. Zebra Nummer 3 sehen wir also in Kürze. Ah, da hinten. Ich sehe schon. Ich muss nur erreichen irgendwie. Na komm jetzt. Ja. Na, jetzt steige ich ab und haut mal wieder ab. Braucht das Zebra da hinten. Dankeschön. Damit haben wir alle drei Zebras. Und wir können dieses Level verlassen. Gut. Beziehungsweise können wir jetzt auch die ganze Welt verlassen, weil wir haben alles. Die letzte Kinselblumen kriegen wir hier. Klemm mit der. Dankeschön. Die Gefallen sind ausgegangen, das heißt, die Insel haben wir erfolgreich beendet. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eines diese Folge zu tun, auf jeden Fall. Und zwar den vierten Boss zu besiegen. Ja, aber wenn das willst, brauche ich dich 20 Kinselblumen. Ja, okay, hier nimm. Ja, gib mal her. Hier sind deine 20 Grinseblumen. Jetzt viel Spaß beim Boss, Alter. Oder reden wir jetzt nochmal vor? Okay, wir reden nochmal. Das sind hierher gefunden. Auf der Suche nach Traumjuwelen? Verstehe. Da war ein Kerl in blauer Kutte an der Bahngleisen im Dschungel. Hat sich wohl mit irgendjemand über irgendwas gezankt.
Das muss einen kühlen Verstand und scharfen Kopf behalten oder so ähnliches. Jetzt habe ich Angst vor dem Boss. Rumpel-Dschungel-Boss. Okay, ein schwarzer Kroko oder was ist seine Boss hier darstellt? Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auch, dass ich ein Schema sehr schnell erkenne. Okay, wir hören jetzt erstmal, was Bowser Jr. und Kami zu sagen haben. Wow, das Teil da voll krass, viel cooler als mein Schnitt. Ich will einen Riesenzug. Eure Zerstreuheit, unsere vorängstige Ziel ist die Suche nach den. Aber ich will einen Riesenzug. Meiner ist viel zu klein und zu uncool. Ich will einen Krokozug. Ich will. Jetzt ist keine Zeit, eure Dränglichkeit. Wir müssen die Juwelen finden. Ach du mit deinen dämlichen Juwelen. Mach mir einen Krokozug. Jetzt sofort. Das kommt gar nicht in Frage. Du bist so fies und mies. Genug, heute bestimme ich. Hey Yoshi, da steht nicht so dumm rum. Hilf mir gefälligst. Lass doch nicht zu, dass Kamek so mit mir umspringt, oder? Für wen bist du? Für mich oder für Kamek? Das ist euer scheiß Ernst. Für Kamek, Alter. Was? Wer hat dich denn gefragt? Ich hab dich gefragt. Du hast mir mich gefragt, Junge. Was soll denn das jetzt hier? Wie kannst du es wagen, seine Aufbrausigkeit zu ärgern? Das ist unverzeihlich. Ich mach den coolsten Zug, den eure Unsättlichkeit je gesehen hat. Also heißt es, wir kämpfen jetzt gegen den Zug oder was? So aus, ja. What the fuck, was geht hier ab? Schalke-Kisten? Der Krokozug ist fertig. Krokolok ist unser Boss. Und was passiert jetzt hier genau, wenn ich fragen darf? Wie sollen wir einen Kampf gegen einen Zug machen, obwohl wir selber auf einem Zug stehen? What the fuck? Okay, ich brauche auf jeden Fall die Shy Guys. Ich hab'n. Okay, das war anscheinend ein Treffer. Dann ist es doch gar nicht mal so schwierig. Der macht meinen Zug kaputt. Ey, der hat meinen kompletten Zug kaputt gemacht. Was sollte das denn jetzt? Shit, ey. Auf dich. Aua. Was? Wie? Stopp. Nein, ich will nicht stoppen. Alter, lass mich in Ruhe. So, Treffer 2, mein Freund. Du bist gleich down. Oh nein. Dann machen wir meinen Zug kaputt. Okay, ich bin aber auf dem letzten Zug gelandet. Okay. Was hast du jetzt noch schon? Dreierkugeln jetzt. Ich spinne doch komplett. Zum Glück habe ich Munition auf Vorrat. Buntstifte?
What the fuck? Nein, lass mich in Ruhe! Nein! Nein, was geht hier ab? Lass mich in Ruhe! Ja, und dann noch gegen den Kampf oder was? Haben! Down! What the fuck? Was war das denn für ein Kampf, bitte? Ah, wir haben das für die Traumjuwel, hoffentlich. Kann ich jetzt sagen, die Krokolok ist down oder? Wie sieht das aus? Und wo ist das Traumjuwel? Oh, okay, da ist es. Ja, die Krokolok ist down. Und das Traumjuwel ist meins. Damit ist die Nummer 4 in unseren Händen. Mit nur noch Nummer 5. So, dann sag mal, was verändert sich jetzt an unserer Sonne dort? Haben wir viel hier? Okay, ändert sich nicht so viel. Egal. Ach, sie haben so viele gefunden. Höchste Zeit, den doofen Yoshi die Juwelen zu stehlen. Beruhigt euch bitte, eure Undringlichkeit. Ich habe eine bessere Idee. Wir verstecken uns in der Nähe des letzten Juwels und dann... Oh mein Gott. Sie haben einen Plan, den wir kennen. Doch ist das jetzt so gut? Die Idee von Kamek, sich beim letzten Juwel zu verstecken? Ich weiß es nicht. Ich kann nur eins sagen. Unser Weg führt uns jetzt wahrscheinlich jetzt gleich zum letzten Juwel. Und wieder dieser alte Graus hier. Ist eine Weile her, hm? Schön dich zu sehen, Kärtchen. Sieht so aus, als hättest du schon einige Traumjuwelen gefunden. Ich glaube, gleich ein Stückchen weiter ist noch eines. Pass auf dich auf, Kärtchen. Ja, hau ab, alter Mann. Dich braucht keiner. Aus in Orbit. Herzlich willkommen. Okay. Wie viele gibt es jetzt hier? Oh. Es gibt nur 3 Welten. Und danach der Boss. Also, so weit ist es jetzt nicht mehr. Und für einen Level haben wir noch Zeit, und zwar Countdown zum Abflug. Das ist das erste Level im Außenorbit. Und das machen wir jetzt noch. So, ich hoffe, dass wir gleich das Elsafan hier wiederfinden. Wir haben immer noch einiges zu holen. Dann wird klar. Aber hier ist, soweit ich sehe, nichts. Achso, das wird automatisch hochgeräumt. Achso, nee, nee, nee. Das hat durch den Schalter funktioniert. Okay. Dann nehmen wir dich mal hoch mit. Aber vorher will ich hier unten drunter gucken. Ja, es war klar, dass da was ist. 2 rote Coins waren dort. Hier sind Herzen. Gut. Brauchen wir auch noch. Also ich erwarte jetzt auf jeden Fall nicht so viel. Au. Der Scheiß hat mich platt gewalzt. Was ist das denn jetzt? Ich wollte nur gucken, ob da unten noch was ist. Auch mit dem Scheiß, Alter. Ne, hier ist nichts, okay. Aber hier ist eine Blume. Damit haben wir die erste Blume erreicht. Oh, offen ohne Stromleitung, ey. Nein! Ich wurde schon wieder zerdrückt. Was geht hier ab? Was mache ich für Fehler? Nehme ich halt jetzt ein bisschen Geld mit. Nicht kann ich das. Aber mit den Münzen läuft es bis jetzt gut. 6 Münzen schon. Kann ich da einfach hoch? Ja, kann ich anscheinend. Ja, die 3 Scheigers verwandeln wir mal schnell. Ah, okay.
Hier brauche ich die Hilfe von diesem scheiß Shy-Guy. Hochzukommen. Ah, hier ist aber was. Das falsche genommen. Wie kriege ich das jetzt ab? Gar nicht? Ja doch, ich krieg's ab. Okay, gut. Ich warte. Da oben war noch was. Ich habe noch was gesehen. Scheiße, ich seh's. Ich muss das hier nochmal hochheben. Und das ist nicht an der richtigen Position. Oh lol! Oh, das habe ich noch so getroffen. Gut. So, jetzt. Einfach runter. Ah, schade. Nicht ganz geklappt. Aber was bedeutet, ich muss es mal kurz runterlassen. Dass ich hochkomme. Okay, dann warten wir kurz. So. Jetzt liegt das schon mal richtig. Ich brauche allerdings. Ich brauche das da in der Mitte. Denn da ist die Blume drin. Danke. Jetzt habe ich die Blume. War zwar jetzt ein schweres. Schwere Dings, aber egal. Haben sie immerhin geschafft. Ist das noch etwas? Oh ja, hier ist noch eine Blume. Das heißt, ich muss das hochfahren lassen. Ja, genau. Wie schnell soll ich das bitte machen? So, jetzt bin ich aber unten. Ich hab die Blume. Sehr schön. Dritte Blume ist da. Aber saumäßig knapp, du. Gehst mal wieder auf. Das ist echt. Also ich muss sagen, teilweise ist es auch ein komisches Level. Ich brauche euch. Ah, ich brauche euch als Munition, Mann, und nicht, dass ihr mich angreift. Scheiße, jetzt muss ich da jetzt. Kommt her. Wir haben keine Munition. Shit. Bin ich durchgekommen. Also kurz wieder hochfahren und jetzt wieder durch. Habe ich mehr Zeit. Dann kommt da hoffentlich auch durch. Gut, danke. Das ist halt fies jetzt hier, ne? Jetzt kommen zwei Riesenmagnete, ja, wahrscheinlich. Ich muss da rüber. Brauch die roten Münzen. Nein, bleibst du vom Scheiter weg. Blume ist im Hintergrund, ne? Ich bin tot. Der Checkpoint. Gab es hier überhaupt einen Checkpoint? Kein einzigen gesehen. Ah, gut, da gab es einen Checkpoint. Was? So weit hinten? Okay. Da muss ich allerdings kurz mal schneiden. Der Checkpoint ist mir zu weit hinten. Oh. Hier habe ich übrigens noch was vergessen. Da aber es sind nur Herzen. Alles klar. Gib mir die Blume. Come on, Junge. Gib mir jetzt die Blume, danke. Sind da Herzen drin? Perfekt. Okay, dann bin ich wieder zurück. Gutes Gewissens bin ich noch hier und habe alles eingesammelt, was es da gab. Oh, kommen wir jetzt hoch? Tatsächlich, jetzt geht da. Abflug!
Nee, das Level war es noch nicht. Okay, gut. Wir sind auf dem Mond. Oh Gott, und ist Moonjump ist an. Oh Gott, ey. Und Shy Guys mit Astronauten Anzüge und solche Glaskuppeln. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich sie sonst nennen soll gerade. Kann ich die benutzen? Ah, cool, die Quallen kann ich benutzen, oder was? Da. Lol. Die macht sogar die Gegner blind. Und die Gegner hauen ab. Jawohl, das gefällt mir doch jetzt schon. Oh Gott, jetzt muss ich wieder. Auf dem Blatt. Nähten alle drei Dings abschießen. Aber warte. Ich habe gerade oben was gesehen. Das heißt, ich brauche die Qualle hier. Muss die hier hin tun und darauf springen. Ja, da oben sind nämlich drei Red Coins. Die waren fies versteckt. Ich glaube, ich brauche die Qualle öfters. Denn hier ist nämlich nochmal was, wo ich die Tinte brauche von der. Weil die ganzen Shikers haben da nämlich so ein kleines Problem mit den Münzen. Und wie nehme ich die nicht gerne ab? Ich nehme sogar noch alles mit, was hier ist. Den nehmen wir uns auch noch mit. Ich habe jetzt Angst, dass unten euch was habe, was noch nicht ist. Ja, wir unten ist nichts, okay. Meine Frage, warum braucht die Yoshi eigentlich jetzt nicht so ein Raumanzug? Ist da genauso und ich habe einiges übersehen. Holy shit, ich habe echt einiges übersehen. Okay, dann Bedwars Level. Und ich werde euch wohl den Rest jetzt reinschneiden müssen. Sowohl 6 rote Münzen als auch die vorletzte Blume. Aber dafür habe ich jetzt die Herzen. Das ist das Positive. Wir sehen uns gleich wieder. Wow, hier oben ist was. Hoffentlich verschwindet das nicht. Das war eine Münze. Mehr nicht? Nur eine Münze hier? Es kann jetzt nicht sehr ernst sein, oder? Das ist ja wirklich nur eine einzige Münze, mehr nicht? Da habe ich echt keine Ahnung, wo der Rest ist. Als ob ich die Münze nicht geholt habe. Ja, komm. Da ist leider auch die letzten vier paar Münzen. Wo die letzte Münze Blume ist, sehen wir jetzt. Oh, und die letzte rote Münze ist hier. Okay. Also haben wir die letzten roten Münzen und ich weiß auch, wo die letzte Blume ist. Dazu brauchen wir allerdings zwei Tittenfische. Einmal hier. Ja, ich sehe schon. Da. Und diesen Tittenfisch auch noch. Ey! Du scheiß Tittenfisch! Was soll denn das jetzt? Hat er einfach das scheiß Bild verlassen und ist weg? Ist die spawnt? Was soll denn das jetzt? Warum ist der despawned? Aber ja, hier ist die letzte Blume. Dann muss man jetzt so machen. Damit haben wir alles. Dann verabschiede ich mich in diesem Part. Bis dahin. Und ja. Ciao.
Thank you.